Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, Damar, dabei, Rast der Edle her. Hallo. Ja, wenn alles klappt, ist heute der letzte Tag auf der alten Version und Samstag auf der neuen Version. So, hoffen wir mal, es klappt. Ne? Jo. Und wenn nicht, müssen wir die alte halt weiterspielen, immer. Ist ja halt mal so. Oder Freitag muss ich dann halt dann ran, wenn es nicht geklappt hat. Aber ich denke mal, das Beste. Ja, ich auch. Shit. Er hat ja ein Video gemacht, da kannst du ja dann noch ein bisschen danach gehen. Mach ich. Folge 333. Soweit ich weiß. Okay. Falls du da Hilfe brauchst. Also ich kann dir mal sagen, wie viel wir für die Silage bekommen würden. Es sind ein bisschen über 4 Millionen Euro. Ja, das kommt zwar zusammen. Ist nicht schlecht. Naja, du musst ja auch sehen, die Arbeit, die wir gehabt haben. Ne? Also von der Aussaat mit Düngen und all so Zeug. Ja. Ich verkaufe unsere Mühle. Macht keinen Sinn, ne? Was machst du? Unsere Mühle steht als Verkaufspreis. Ja, das macht keinen Sinn, du. Getreidemühle. Da geht nur das Lager voll, aber wir kriegen kein Geld. Das nochmal. Getreide angeben muss ich hin. Wundern wir gerade, die kennst doch die Mühle. Nein, kippen kann ich, aber ich hab kein Geld mehr raus. Ja. Mal gucken, wo die ist. Ja, was denn hier? Die habe ich schon. Fermente. So, ich habe Navi angemacht. Das ist gut. Bin ich da ja nicht hin. Kann man da mal ein Bier einkippen? Sehr gut. Prost. Prost. Ich hatte heute mal ein grünes T-Shirt angehabt. Oh. Vor der Aufnahme. Man hat nur den Kopf gesehen. Greenscreen, ne? Ja, genau. Ich habe hinter mir die Wand. Ding, ja. Die grüne. Grüne Stoff mit so Art wie Rose ähnlich. Nur eine Erde, also im Prinzip im Boden. Mit Halterung. Da. Ich fahr mal selber. Wird so langsam hier. Willst du den Hafer und die Sorghumhilfe noch verkaufen, die wahrscheinlich im Lager sind?
Die jetzt da drin ist? Nein, nicht unbedingt. Nur weil ich jetzt auch ein LKW habe, auch einen Anhänger. Den kannst du nehmen. Also Hin- und Rückfahrt dauert ja ein bisschen. Ja. Ist ja weit weg. Bei der Käse können wir mal den drauf verzichten. Der Herz kann so schön sein. Kann ja. Aber wir haben schon Winter. Dezember. Wo es kein 3 Meter Schnee liegt. Das große Geld jetzt. Große Geld. Vogelfutter. Nein.
durch diese Motto hier, die kleinen. Ich hab's nicht gekriegt. Tja. Da muss ein Loch drin sein im Fliegennetz. So. Und ich verfahre hier. Kennst du Flatterstrom? Nee, tatsächlich nicht. Das ist der Strom aus Windmühlen und Solarzellen. Okay. Weil der nicht grundlastfähig ist. Ja. Bin ich da? Ich kann wieder im Acker rauf, ne? Das wäre sehr nett, ja. So, Rückkunft und jetzt. Oh, so viel Silage. Hättest auch noch stundenlang fahren können. Tageweise. Ja, hätte ich machen können, ne? Mach ich aber nicht. So. Den Radradar wegfahren. Ah, schon geöffnet, weil gucken wolltest. Wie viel. Katzenberge, ne? Da habe ich schön gefahren. Du. Oh ja. So. Ich habe alles berechnet. Wahnsinn. Ich habe die Felder gekriegt. Die Felder, die kannst du ja theoretisch verkaufen. Hast du sie mal auch zusammen. Mit dem Geld. Nur das Land am Hof kriegst du nicht verkauft. Das wird so nichts. Ah, das ist schon los. Den Harvester lassen wir hinten am Wald, ne? Jep, der kann doch stehen bleiben. Es sei denn, du hast unbedingt nötig, den noch wegzufahren. Säge weg, wo du eh sauen, wenn das theoretisch. Aber alle anderen ne, fertig haben mit der Ackerei und so. Ja. Neu bestellt haben, etc. Dann können wir näher am Wald kümmern. Wenn die Bestellung fertig ist, dann können wir das entsprechend alles herrichten. Genau. Für Sägewerk halt. Weil alles auf einmal Christian nicht hergerichtet. Ohne bekannte Frohse, wenn die Kühe soweit alles läuft. Die Hühner sind ja kein Problem bei. Das Futter kann man sich ja kaufen. Obwohl Hühner so große Geldmengen hast du dann auch nicht mitgemacht. Aber halt die Kühe, ne? Ja. So. Das ist ein sehr angenehmer Kontostand, mit dem wir starten werden. Ja, und schuldenfrei. Eben drum. Das ist noch schöner. Wenn die Felder kaufst, ist der wieder Teil weg, ne? Ja. So, dann brauche ich noch die ganze Produktion. Ach, cool.
Den Kühen geht's gut, sind dick und rund. Und so muss das. Muss mal die Fladen suchen. Alles weg. Bis auf einen kleinen Rest. Jo. Ja, Mist haben wir drin hier. Oh. Normalerweise gehen Hühner auch Mist, normalerweise. Ja. Normalerweise. Ja. 102.000 in einer BA drin an Silage. Wie viel? Aber wir wollen mal nicht kränklich sein, ne? Ich wollte gerade sagen, also. Da können wir reingucken, was wir in Bilanz gemacht haben. Was der BGH einbringt. Also BGH. Oh, einmal fast 2 Millionen. Eine Million fast. Ein Tag. Kommt mir der ganze. Oh. Komm, leihen wir. 3 Millionen. Komm. Das sieht so schön aus, wenn wir 2 Millionen haben. Ja. So, ich wäre soweit fertig, du? Brauch noch 2 Minuten. Getreidemühle, großes Gewächshaus. Die Beine hast du vergessen hier, die Pöttinger Mehlwerke. Boah. Kannst du ja noch schnell hin, woanders hinstellen. Ich stell dir mal rüber. Wäre nett, ja. Guck mal so, wenn ich Spinat gegessen habe. Unglaublich. Zu schwer. Dann habe ich schon mal alles. Ich hab alles. Alles gut. Das Malwerk, das Mehlwerk habe ich neulich gesehen. Das heißt neulich. Mittwoch in der Firma. Okay. Dann haben wir fertig. Yep. So, liebe Zuschauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Wir sagen mal schon schön Dank, dass Sie reinschauen. Dann sagen wir mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's. Oder heute sollte dann der Livestream starten. 18 Uhr ungefähr. Yep. Ja, 18 Uhr ungefähr. Den Dreh. Aber wir geben noch vor eine Ankündigung raus. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.